Hallo und herzlich willkommen zu Alice Madness Returns. Wir haben in der letzten Folge hier aufgehört mit dem Patrick zusammen, der leider jetzt nicht dabei ist, weil er keine Zeit dafür hat, dummerweise. Und wir haben eine Pfeffermühle erhalten. Zeigen mit schnellen Zeilen aus der Pfeffermühle. Schön. So. Nein, da können wir nicht rein. Können wir sonst noch hier irgendwas machen? Wäre doch schön. Nein, das geht nicht. Also. Schraubelle. LT zum Anvisieren des Feindes. Ja. Juhu. Das kann doch nicht wahr sein. Ah. Gut. Wow. Wow. Aua! Okay. Ja, ich muss mich noch mal ein bisschen dran gewöhnen. Oh, die Musik ist mal wieder richtig laut. Warte mal kurz. Oh. Nein! Nein! Aua! Aua! So. Erstmal kurz die Musik leiser drehen. Ja. So. Und nachdem wir in der letzten Folge haben wir angefangen, habe ich so gut wie ich glaube einen Monat lang nicht gespielt. Deshalb verzeiht mir ein bisschen, wenn ich jetzt Hallo! Nein! Und mit dem Controller spielen ist auch nicht zu malen. Komm, mach das Ding kaputt. Ja, und jetzt. Nein! Weg mit dir. Ah! Oh, da hinten kommt auch noch ein schleichender Verfall. Da ist ja auch noch was. Ach! So geht's auch. Okay, spitze überall die Ohren, um die Steine Schnauzen zu ordnen. Wechseln den Zimmer, auf die Schwarzen. Ja, okay, ist die Schnauze vollgepfeffert. Wird die halt zum Dammelstück gerufen. Gut. Also. Nein. Super. Was bedeutete das jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Ah ja, genau, wir mussten ja die Schnauzen sammeln für die alte Frau da. Die komische, die ihre Alabasterhaut. Ah, und wir haben wieder volles Leben, das ist doch schön. So. Gut.
Besten Dank für die Schnauze. Und jetzt geh. Wie nett die ist. Zerstöre den Humnikorb, um meine Belohnung zu erhalten. Wir haben schon 100... Nee. Schon 100... 65 Zähne. Das ist schon etwas viel, ne? Aber es ist irgendwie auch geil. Boah. Na! Okay. Nein, ich hasse euch. Lasst mich in Ruhe. Wow. Hallo. So, da oben ist noch ein. Nein. So, und ja, wo ist noch eins? Oder war es das? Ich hoffe mal, es war's das. Ah. Oh mein Gott. Hallo? Ja. Hallo. Gut. Das Ding ist weg. Da oben ist eine Schnauze. Ne, die Sachen hole ich jetzt nicht. Ich hole jetzt mal die Schnauze. Ja, ich bin mit Controller. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Wenn nicht, ich kann ja immer noch wechseln. Oh, hier bin ich falsch. Ah ja. Ah ja, ich hole mir erstmal die Sachen hier unten. Ich habe erstens vor der Aufnahme noch ein bisschen rumprobiert und nehme jetzt auch wieder mit Dark Story auf, weil mir das ein bisschen an Synchronisationsarbeit erspart. Und hab mir auch die Vorgeschichte durchgelesen, die da stand. Und ja, es ist interessant, sie hat scheinbar, wie wir am Anfang schon vermutet haben, ein ganz schönes Trauma. Ach. Suppe aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Ja, eine schöne Aufnahme. Oh. Wow. Okay. So. Und weiter. Ja. Schön. Oh. Nett. Gleitender Verfall. Gut. Ja, und ich hab, es gibt immer so kleine Infos zu den Monstern hier, und das ist eine der schleichende Verfall. Das ist
irgendeine Kombination aus industriellen Abfall und was anderem. Und also aus industriellen. Oh. Aus industriellen Abfall, der irgendwas vergiftet. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau mehr. Das ist ziemlich kompliziert, finde ich. Aber es soll wohl irgendwas in der Richtung sein. Und das kann ich mir nicht nur so vorstellen, dass. Okay. Alice Wunderwelt nicht. Die ist diese wahr. Man sieht hier auch die ganzen Rohre. Ja, super. Die Frage ist, ob das tödlich ist. Oder nicht. Aber sie hält. Das ist immerhin etwas. So. Nein. Erstmal die Kamera richtig. Und jetzt. Also man merkt, dass die irgendwie psychisch am Abgrund ist. Denn ihr Wunderland wird von der Außenwelt irgendwie heimgesucht. Keine Ahnung. Also hopp. Aua. Nein. Anwesend. Und